Hänslers Schnellnummer. Heute gibt es einen Kartoffelhackauflauf. Dafür jetzt hier festkochende Kartoffeln geschält. Dann schneidet ihr die in so, ich sag mal, so mitteldicke Scheiben. Also jetzt nicht dünn wie Carpaccio. Seht ihr hier? So ungefähr die Stärke. Hier seht ihr, kann auch ruhig mal ein bisschen krumm sein, ist nicht so schlimm. Da haben wir jetzt hier schon ein bisschen was vorbereitet. Das Ganze wird gewürzt mit Pfeffer, kräftig Salz. Keine Sorgen machen, ruhig was ranhauen. Dann dazu ist jetzt die Frage, Gewürzmix oder Wokgewürz? Ich würde sogar heute mal hier aufs Wokgewürz gehen. Ne? So eine ganz leicht asiatische Note hauen wir da noch mit rein. Olivenöl. Bann ich drüber. Jetzt das Ganze marinieren bzw. das Ganze verteilen. Dass jede Kartoffelscheibe ein bisschen Olivenöl abkriegt. Auch was vom Gewürz abbekommt. Dass sich die Scheiben auch so ein bisschen lösen. Und dann geht das Ganze in den Ofen, 200 Grad Umluft. Das ist der Anfang. Die Kartoffeln brauchen ungefähr 20 Minuten im Ofen. Kurz bevor sie fertig sind, kümmern wir uns ums Hack. Pfanne jetzt aufstellen. Ich habe jetzt hier den Wok. Bratöl hineingeben. Und dann haben wir jetzt hier unser Rinderhack. Und direkt dazu auch Pancetta. Wenn ihr keinen Pancetta bekommt, macht ihr einfach geräucherten Speck. Und dazu gleich ein Rosmarinzweig, die Nadeln abzupfen und das Ganze jetzt in der Pfanne kräftig braten. Wie man sieht und riecht, hat das Ganze jetzt 5 Minuten bei hoher Hitze geröstet. Ihr seht auch hier schöne Röstaromen am Fleisch. Jetzt wird gewürzt, hier mit Currypulver und zwar nicht zu knapp. Ganzen Kochlöffel voll, rein damit. Salz hinterher, natürlich Prise Pfeffer. Das jetzt auch nochmal bei der Hitze einfach laufen lassen. Kann man was erkennen durch den Dampf oder? Alles. Das ist gut. Und hier. Mmh. Oh, ja. Geil. Ich liebe auch diesen Wok, das muss ich einfach sagen. Ne? Dieser Wok ist der Endgegner. Dazu jetzt geschnittene Zwiebeln. Und die auch noch mitbraten. Kartoffeln waren jetzt insgesamt keine 20, sondern 30 Minuten im Ofen. Guck mal, so sehen die aus. Die müssen nämlich vorgebacken sein. Auf die Kartoffeln kommt jetzt hier einfach Kirschtomaten, halbiert. Nicht gewürzt, gar nichts, einfach oben on top. So. Jetzt kommt hier das Hack. Übrigens, dieser wunderbare Handschuh ist endlich im Shop erhältlich. Kann man noch einölen und aber andere Geschichte. Hier, ne? Kann man sehr gut mit anfassen, auch gut mit winken. Weißt du so? Jetzt aber hier unser geröstetes Hack mit dem Curry-Flavor. On top. Boah, sieht ja jetzt schon geil aus. Aber der Killer kommt erst noch. Und zwar haben wir jetzt hier kein Parmesan, sondern Provolone. So italienischer Käse, bisschen weicher. Bisschen wie so ein fester Mozzarella. Und den müsst ihr jetzt oben drauf machen. Wirklich viel. Nicht sparen. Ich sag mal so, ne, das ist echtes Soul Food. Guckt euch das an. Und das geht jetzt wieder in den Ofen bei 200 Grad. Boah. Ab Mitte März. Jetzt schon vorbestellbar unter hänsler.shop. Das geilste Kochbuch der Welt. Wird ein Killer. Aber jetzt hier ist du. Das Ganze war jetzt noch mal eine Viertelstunde. Also die Kartoffeln eine halbe. Dann haben wir das Hack und den Käse drauf gemacht. Guck mal, boah, würde ich auch nicht länger machen. Das sieht einfach sensationell aus. Schau mal hier, Kartoffel, geil gegart. Dann das Hack, boah, das einfach auf den Tisch probieren. Ich sag mal so, das haue ich mir jetzt nicht rein, aber oh, das riecht gut. Auch der Provolone, mal ein ganz anderer Teil. Ganz anderer, komm, gleich Stück probiere ich schnell. Ja. Mmh, ja, gut. Ja? Super, ja, auch mit dem Hack. Geil. Kartoffel, weil. Mmh. Oh ja, 5 Würfel. Für halb, bisschen Einkaufswürfel. Mmh. Gut, gut. Und die Einkaufsliste für Kartoffel-Hackauflauf. Für eine Auflaufform braucht ihr 1 Kilo festkochende, geschälte Kartoffeln, 500 Gramm Rinderhack, eine weiße Zwiebel, 10 Kirschtomaten, 300 Gramm Provolone-Käse, ein Esslöffel Hänsler Schnellnummer Currypulver, ein Esslöffel Hänsler Schnellnummer Gewürzmix,
2 Esslöffel Olivenöl, 80 Gramm Pancetta und 2 Rosmarin. Noch mehr Informationen über die schnelle Nummer und alles rund um die schnelle Nummer findet ihr auf hensler-schnelle-nummer.de. Viel Spaß!